Samstag, 4. Februar 2023. Liebe Hoppers draussen in der Welt, herzlich willkommen zum Spiel zwischen dem Grasshopper Club Zürich und dem FC Basel. Zum zweiten Mal innerhalb von 4 Tagen ist Blau-Rot da zu Gast. Im letzten Grund natürlich hoffen wir alle, dass wir das Mal Spiel ein bisschen erfolgreicher gestalten können, als das letzten Mittwoch gelungen ist. Basler vor und Fabian Frey auf die rechte Seite möchte den ersten Angriff lancieren. Hamdouni Zakiri. Zakiri von der zweiten Reihe. Ein guter Schuss gewesen. Moreira aber zu still. Zum Glück kann der Ball noch aus dem unteren linken Eck rauskratzen. Man sieht, dass der Michael Lang hinterläuft. Jetzt ist der Michi Lang, der am Ball ist. Der bringt Flanke in 16er. Innenkopfball, du Sieger. Vorerst geht sie, aber Basel bleibt am Ball. Kode mit einer starken. Aber mit einer ganz gefährlichen Abschlusssituation. Wiederum war es der André Moreira, der da auf seinem Posten gestanden ist. Aber es war die erste Halbchance, die wir. Wird vom Captain ausgeführt werden. Der Ball kommt genau ins Zentrum und er kommt auch den Kopfball von Matthew Börger. Aber der Ball kann er nicht ab. Über den Walter Börger und den Segi Amdouni, der plötzlich da. Ah, nein, es ist noch einer. Ich denke, der steht für sehr schnell, aber Basel immer noch im Angriff. Walter Börger! Uiuiuiui. Ganz ein heißer Abschluss vom holländischen U21-Nationalspiel. Er wird gefällt von Belmar, aber der Pfiff vom Schneider bleibt aus. Belmar wird, ja, gibt's jetzt. Wird gefällt vom Nacak, Spiel geht immer noch weiter. Er denkt, Gerechtigkeit, beide Spiele laufen lassen. Oh, Pass im Strafraum, zweiter Ball. Wohoho! Moreira, der geht. Kann auch den zweiten Ball, wo eigentlich, wenn ich schon drin gesehen habe, rauskratzen. Gefährliche Situation war jetzt erst. Und der zweite, ich habe gar nicht genau gesehen, wer das war. Michi Lang. Oh, der Ribeiro, der rutscht im schlechtesten Moment aus. Der Giri ist im Strafraum drin und der Abschluss vom Zeki Amdouni. Die mit Abstand gefährlichste Aktion in diesem Spiel, in der 55. Spielminute, Zegi Amdouni. War sehr gut mit dem Dominik Schmid und dem Christian Herz, der auf links jetzt ein bisschen Platz hat. Sieht, dass der Bendik aus Bola schön in die Gas startet. Jetzt muss der Ball weit hinten auf den zweiten Pfostenkopf. Petar Busic in bester Abschlusssituation. Rutscht ihm den Ball über. 4 Minuten, wo der Urs Schneider nachspielen lässt und genau in diese Kontersituation läuft der Grasshopper Club Zürich nämlich jetzt mit dem Zegi Amdouni gegen den Noah Losli, der FCB mit dem Bradley Fink gefährlich und der André Moreira. Boah, nächste riesen Tat vom portugiesischen Schlussmann. Das Goal schon drin, der Ball schon im Goal. Ja, definitiv, ja. Unglaublich, wenn er da den Ball noch raushext. Erster Versuch vom FC Basel. Nein, und er holt er schon wieder! Leckst du mir am Arsch! Was macht der André Moreira? Den habe ich noch viel mehr drin gesehen als den Ball. Richtig Michael Lang, aber der Dominik Schmid, der da gut dazwischen ist. Und das Mal ist es keine Offside-Situation. Der kommt an Renat Adaschow. Hayao Kawabe, Kawabe! Ja! Hayao! Hayao Kawabe! 1:0 für den Grasshopper Club Zürich in der 93. Spielminute. Was für ein Goal vom Japaner! Ein riesen Fehler von Marvin Hitz. Das nützt der Hayao Kawabe aus zum 1:0. Renat Adaschow, der ganz Risiko eingeht. Kann der Ball noch irgendwie in der eigenen Reihe behalten und bucht 1:0 für GC. Jamboldo! Geil! Tief durchschnaufen. Boah, was! Der Abpfiffen hat all vom FCB jetzt natürlich in der Offensive. Noah Losli kann klären. Eieiei, Renato Adaschow. Und in dem Moment pfeift der Urs Schneider das Spiel ab. Der Grasshopper Club Zürich gewinnt schon wieder gegen den FC Basel. In der Meisterschaft muss man sagen.
Wow, was für spektakuläre letzte 4 Minuten hier im Stadion Letzigrund. Geil, geil, geniessen Sie!